Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play DayZ. In der ersten Folge eigentlich, nicht zu einer weiteren Folge. Ich begrüße euch. Und ich spiele schon einen Charakter, der nicht ganz am Anfang ist. Ich habe gestern noch ein bisschen gespielt und ja, das war aber nicht lange, eine Stunde oder so. Aber wir haben schon eine Menge cooles Zeug gefunden. Ich hoffe, euch macht das nichts aus, dass ich nicht von vorne spiele. Ich denke mal, ich werde noch oft genug sterben. Oh, was ist das denn? Blablabla, Changes, okay. Das ist noch ein Alpha. Das Spiel, ich denke mal, die meisten von euch kennen dieses schöne Spiel. Und, ich werde mich hier mal kurz hinpflanzen, um mit euch zu quatschen. Ja, oder auch nicht. Okay, wir rennen weiter. Ach, diese blöden Zombies. Ja, also wir spielen DayZ. Vielleicht kennen es einige von euch. Ich denke mal, die meisten, das Spiel ist echt genial. Ich muss sagen, macht mir sehr viel Spaß. Ein richtig cooles Survival-Spiel. Und wir kämpfen uns überleben. Wir stecken in der Haut dieses wunderschönen Mannes. Also, naja, okay, was heißt wunderschön? Dieses normalen Mannes, also, ja. Wir sind energized. Ich habe nämlich eben so richtig schönes Reispack gesnackt. Und wir sind hydrated. Ich habe da irgendwie aus so einer Pfütze gesüppelt. Und das heißt, uns geht es jetzt einigermaßen okay, wenn man es so nennen möchte. Allerdings, ihr seht, das Bild ist ein wenig sehr stark gräulich. Da ich sehr stark am Bluten war und kein Verbandzeugs gefunden hatte eine längere Zeit. Und ja, deswegen fehlt uns eine Menge Blut. Eigentlich wäre es cool, wenn hier Healthies stehen würde. So, wir werden nicht mehr verfolgt. Sehe ich das richtig? Ja, und mein Plan wäre es jetzt eigentlich... Können wir noch was essen? Mein Plan wäre es jetzt irgendwie, dass wir den Zustand erlangen, dass wir wieder Blut gewinnen. Und das schaffen wir, glaube ich, durch Essen oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich bin nicht der Profi in dem Spiel. Wie gesagt, ich spiele es jetzt seit ein paar Tagen. Und ich hoffe, euch gefällt es, dass ich dieses Spiel spiele. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben. Ach Mist, ey. Aber ich muss sagen, seit dem letzten Update, also vor zwei Tagen oder vor einem Tag, ich weiß nicht mehr genau, gab es ein Update. Also bei euch wahrscheinlich ein paar Tage schon länger her. Und seit dem Update sind die Zombies mega, also sehen die einen recht früh. Also entweder täusche ich mich da oder ist es wirklich so. Und das ist recht nervig. Also gerade wenn man noch keine Axt oder so hat, dann muss man die ganze Zeit rennen. Und dann gibt es so Situationen, da rennst du von Haus zu Haus und suchst die ganze Essen. Aber, naja, so ist das Spiel. Und ich würde sagen, wir konzentrieren uns mal ein bisschen und schlüpfen hier in das Spiel hinein. Vielleicht sollte ich gebückt gehen. Ich habe auch keine Map offen, also ich kenne mich hier gar nicht aus in dieser Welt. Und ich weiß nicht, was das für eine Ortschaft ist. Ich weiß einfach gar nichts. Ich weiß nur, dass ich überleben will. Und wir schleichen uns hier mal hinein. Und schauen mal, was wir so finden. Es wäre richtig cool, wenn wir irgendwas Spitzes finden würden. Am liebsten würde ich eine Axt finden. Denn ich habe ein paar Dosen gefunden. Aber die kann ich leider nicht öffnen. Ja, okay. Wir haben auch noch ein paar Vitamintabletten. Das ist sehr cool. Okay, wir steigen hier mal über den Zaun. Und schleichen uns hier leise durch die Gegend. Wie gesagt, wie ich schon in dem, was soll ich sagen? Wie schon in dem 1080p-Test, genau, wie ich schon im 1080p-Test gesagt hatte, ich werde sehr friendly spielen, also ich will niemanden umbringen, ich will einfach nur mit euch gemeinsam überleben. Puh. Aber wenn es natürlich zur Auseinandersetzung kommen sollte, würde ich auch schießen. Aber wir versuchen erstmal zu überleben. Gemeinsam mit euch. Wir schaffen das, Leute. Okay. Könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Tipps habt. Weil, wie gesagt, ein Tipp wäre schon wahrscheinlich nicht, in den Busch reinzugehen. Das Spiel ist mir noch nicht so ganz geheuer. Oder wie ich sagen soll. Da ist auch ein größeres Gebäude. Das sieht doch gut aus. In den größeren Gebäuden, habe ich gelernt, gibt es immer ein wenig mehr Loot. Beziehungsweise in den sogenannten, wie heißt das, in dem Einkaufsladen oder so. Und in dem Krankenhaus. So. Ach, der Server ist so gut wie leer. Also ich denke, von Spielern droht uns erstmal keine Gefahr. Eigentlich schade, ich finde es recht lustig, so eine Auseinandersetzung zu haben.
Aber ist sicher auch nicht schlecht, dann können wir uns richtig schön ausrüsten. Na? Geht das nicht mehr? Hallo? Ich will die Shorts. Kann natürlich gut sein, dass hier mal irgendwie Serverprobleme sind. Hatte ich gestern recht viele. Oder vielleicht sind die Probleme auch von meiner Seite aus, ich weiß nicht. Aber das Spiel ist ja noch eine Alpha. Das ganze Spiel könnt ihr auf Steam erwerben. Was habe ich denn da? Ach, mein Schaufel. Müsst aber bedenken, das hatte ich nicht bedacht, dass euer PC genug Leistung hat, das Spiel zu spielen. Denn auf meinem Laptop ging es auf jeden Fall nicht. Ein Stein, okay. Ein Helm. Aber wir haben einen Helm. Und ich denke mal, so ein Motorradhelm ist doch besser als so ein Bauarbeiterhelm, oder? Okay, hier gibt's nichts. Da ist noch ein Helm. Wie sieht's mit dem aus? Badly damaged. Pristine. Okay, ich behalte mal ein. Keine Frage. Oh, ein Hütchen. Und ein Stift. Aber wir rennen weiter. Auf der Suche nach Nahrung und Überlebenden. Oh Mann. Ja, ihr könnt auch gerne mal in den Kommentar schreiben, ob ihr mal vielleicht mit mir zusammenspielen möchtet oder so. Ja, könnt ihr mich mal anschreiben. Könnt ihr mir auch eine private Nachricht schreiben. Ja, müssen wir mal, wenn ihr wollt, vereinbaren. Oh geil, eine Pistole. Und so ein Aufsatz. Aber irgendwie kann ich den gerade nicht nehmen, ne? Irgendwas ist hier los. Irgendwas ist hier verkehrt. Kann es sein, dass ich die Connection gelostet habe vom Server? Ah, okay, das ging jetzt. Geht die Tür nicht zu? Ich will diese Pistole haben. Na komm. Komm schon. Gib sie mir. Okay, müssen wir so machen. Moment, das kommt da hin. Ich muss noch ein bisschen aufräumen in meinem Inventar. Na? Ich will dich. Komm schon. Was ist da los, Leute? In dieser Welt, wo der Virus Menschen zu Zombies gemacht hat. Und wir keine Waffe aufheben können. Es ist grauenhaft. Okay. Das ist echt blöd. Also ich hätte sie sehr gerne. Da ich ja auch Munition habe. Nein. Was ist das denn? Komm schon. Huch, jetzt habe ich gesprochen. Ich hoffe, es war niemand in der Nähe, der jetzt nach meinem Leben trachtet. Ey, das kann nicht sein. So, komm. Ja, jetzt geht's. Ey, was ist da los? Ah, ich pack's da oben rein. Seht ihr das? Ey, hier geht irgendwas. Hier ist irgendwas faul. Ich mach mal ein bisschen Ordnung. Wenn es denn gehen würde. Ja, okay. Irgendwie spackt der Server hier gerade richtig. Das ist sehr schade. Aber denkt dran, Leute, es ist eine Alpha. Ja, okay, jetzt das dahin. Nein, willst du nicht dahin? Okay. Ja, okay, dann lassen wir es erstmal so. Ist ja nicht schlimm. Und was war mit diesen Pants? Waren die jetzt schlecht oder waren die gut? Warum sehe ich die nicht? Kann ich die nicht anziehen? Ach man, okay. Wir lassen es einfach, Leute. Wir lassen es einfach. Und gehen weiter. Denn wir haben Besseres zu tun, als uns hier in diesem Gebäude aufzuhalten. Und es könnte natürlich immer sein, dass Spieler hier auftauchen, auch wenn es nicht sehr viele auf dem Server sind. Und es muss nicht heißen, dass sie unbedingt freundlich sind. So, diese Waffe hat ja keine Munition, ne? Ah, okay, hat keine Munition. Aber wir rennen trotzdem mit der Waffe rum. Das sieht immer ein bisschen cooler aus. Maul. Nein, natürlich nicht. Wir rennen weiter. Irgendwo muss hier der Zombie sein. Okay, da ist er.
Ja, und genau, das ist meine Frage, Leute. Ich hatte sie ja schon gestellt in dem 1080p-Video, aber vielleicht habt ihr das nicht gesehen oder habt es noch nicht beantwortet. Vielleicht wollt ihr die ganze Zeit, jede Sekunde, so wie jetzt, miterleben in diesem Let's Play. Oder wollt ihr, dass ich nur die spannenden Szenen rauspicke, also wenn ich längere Strecken laufe, dass ich das wegschneiden soll und halt wirklich nur die knackigen Szenen raussuche. Oh geil, trinken. Das ist gut. Schreibt es in die Kommentare, weil ich denke mal, es gibt viele langweilige Szenen in DayZ, also für euch vor allem, da man viel laufen muss. Oh geil, eine Axt. Geil, 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 geil. Leute, das ist mein Glückstag. Wenn ich sie jetzt noch ausrüsten kann. Halleluja, Halleluja, Leute. Das ist geil. Wir sind ein wenig sicherer geworden, aber ich werde sie auf die 1 rüsten. So, und die Dinger können ja weg, oder was ist das? Pipsi? Brauche ich nicht. Und dann rüsten wir uns die Axt schön aus. Ja, okay, die können wir eigentlich wegstecken. Das ist cool. Das ist auch noch die Feuerwehr-Axt. Die one-hittet eigentlich Zombies, soweit ich weiß. Vielleicht irre ich mich da auch, aber ich fühle mich ein wenig sicherer gegen die Horde der Bestien. Dim, 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 dim. Oh mein Gott. So eine triste Stimmung hier. Und ich weiß nicht, wo wir sind. Okay. Ich würde sagen, wir brauchen ein wenig trinken. Ich trinke einfach mal diese Pepsi oder Pipsi oder was das ist. Ach ne, das ist Rasputin Kvass. Rasputin Kvass. Energized and hydrated. Okay, das ist cool. Das ist cool. Gut, wir rennen erstmal weiter. Und ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, ist es besser? Also, macht es einen Unterschied, ob ich jetzt so gehe oder ob ich laufe? Gibt mir das, zieht mir das mehr Energie ab? Das würde mich mal interessieren, vielleicht wisst ihr das. Und bis dahin wollen wir mal die Axt ausprobieren? Eigentlich ist es dumm. Also eine Konfrontation ist immer dumm. Oh, ein paar Rückler. Okay. Aber vorher gucke ich noch hier in diese Garage rein. Okay, wir schleichen uns von hinten an. Vielleicht entdeckt er uns. Das ist dumm, ne? Zwei? Drei Zombies denn? Ah, Mist. Ich hoffe, die anderen beiden drehen sich nicht um. Mist, nicht getroffen. Doch, getroffen. Okay, sehr gut. Und den nächsten. Komm schon. Oh Mann, diese Zombies buggen noch richtig rum. Es kann natürlich auch sein, dass ich hier einen Mega-Lag habe. Okay. Okay, geil. Weg ist er. Okay, das heißt auf jeden Fall, die Axt funktioniert. Aber wir sollten sie uns schonen. Und rennen erstmal weiter auf die Küste zu. Gibt es hier noch schöne Sachen? Ich weiß nicht, ist es schlau, jedes Haus mitzunehmen? Oder meint ihr so, manche Häuser, die bringen eh nichts? Ich kenne mich da halt noch nicht so aus. Aber in Wirklichkeit würde ich in jedes Haus reingucken, glaube ich. Also gucke ich auch hier rein. Hallo? Ich denke mal, für die nächste Folge suche ich mir einen Server, wo mehr Leute sind. Ist das schlau? Ich weiß es nicht. Oder ich zocke auf die... Wow, wow, wow. Wow, wow. Ich hasse Zombies. Okay. Du bist Hackfleisch. Komm schon. Wo ist sie? Oh Mann, ey, die Zombies backen mir echt ein bisschen zu sehr rum. Ach, lieber schnell weiterrennen. An die Küste. Also bisher war ich echt nur an der Küste.
Ich fühle mich da auch noch ein bisschen sicherer an der Küste irgendwie. Aber ich kann auch gerne ins Landesinnere gehen. Werde ich wohl auch demnächst tun, nach dieser Stadt oder nach diesen paar Gebäuden. Wird es Nacht? Oh, da rennt ein Zombie hinter uns her. Okay, den nehmen wir noch mit. Gut. Noch einer? Oh Mann. Aber schöne Grafik, muss ich sagen. Echt schöne Grafik. Und tschüss. Wir rennen weiter. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mehr Folgen sehen wollt und ja, dann schreibt es in die Kommentare und ihr könnt auch gerne reinschreiben, ob ihr sehen wollt, jede Sekunde dieses Let's Plays oder nicht. Bis dahin, Leute, euer Philly Boy. Bleibt mir treu!